Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Yeah. Snake Hunter, ja, worum geht's? Es geht darum, wir sind ein Geschwisterpärchen. Weiß nicht, ob es Zwillinge sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Und Tyler hat seine Mutter umgebracht vor 10 Jahren und war jetzt 10 Jahre im Gefängnis. Jetzt sind die beiden im alten Haus der Mutter, um das mal durchzugucken und es zu verkaufen. Und es hat sich herausgestellt, dass Tyler ist transgender. Ist ein Transmann und die Mutter hat das nie eingesehen und ihn halt immer behandelt wie ein Mädchen. Was halt letztendlich sich zugespitzt hat, bis dahin, wo er wohl anscheinend seine Mutter umgebracht hat. Ja. Und wir erfahren so die Story Stückchen für Stückchen. Das ist der Nachfolger von Life is Strange. Also nicht das Sequel, sondern von den Machern von Life is Strange. Hallo, Allison und Ollie. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Diary's probably in Marianne's room. I should go check. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Ollie hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie die dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser, du Kopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich, Allison und Ollie. Aber ich finde das total charmant, irgendwie sich selber eine Karte zu schreiben. Ist voll geil. Finde ich mega, mega voll die coole Idee. Würde gerne mich bewegen. Danke. Oh, der sieht so süß aus, der Bär, ne? Oh, Zucker. Weiß ich schon, wir brauchen 10 Stunden für die 3-Stunden-Episode. Ist nicht der gleiche, der mir... Entschuldigung, hallo? Da. Steuerung. Und es sieht mir nach einem selbstgebastelten Spiel aus. Diary's probably in Marianne's room. I should go check. Ja. Hetz mich nicht. Gott, ist das süß. Look, it's the game we made. Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Aber ihr hattet Spaß. Und darum geht's ja wohl. Völlig egal, ob ein Spiel Sinn macht. Hauptsache, es macht Bock. Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better days. Ah. Allison. Oh, this one wasn't mine. Ja, dann ist wohl der andere, ne? Uff, belastend, ich habe einen Ohrwurm. Ain't nothing like a heartache. Tell me why. Entschuldigung, ich krieg's auch nie wieder raus. Nie wieder. Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Nee, ich möchte es nicht im Hintergrund abspielen, das Lied, dann wird alles gesperrt. Das ist 100% bei Sony oder so unter. Es ist ein hartes Lizenzlied bei Backstreet Boys. Ja, es wäre lustig, aber die DMCA, genau. Ich kann das nicht rausschneiden, dann müsste ich das VOD löschen und das ist alles. Das ist es nicht wert. Ja, sobald du Lizenzmusik benutzt, wird. Also aus YouTube müsste ich es komplett rausschneiden. Das geht ja noch, aber das VOD, was einfach nur gespeichert wird. Kann ich ein Permaban kassieren, wenn ich Pech habe. Wenn du dreimal irgendwie was Lizenzmäßiges auf deinem Kanal hast, kannst du gesperrt werden. Weil du keine Rechte an dem Lied hast. Auf Twitch kann doch alles gespielt werden. Oh nein. Nee. Leider nicht. Schön wär's. Leider nicht. Sobald irgendwas Lizenzen hat. Ja, YouTube lade ich nur die Streams hoch. Mehr mache ich da eigentlich nicht, ne? Da habe ich dann manchmal noch die Asynchronität gefixt, wenn ich eine hatte oder so. Aber auch auf Twitch in den VODs. Ich kann jetzt alles abspielen, aber dann dürfte ich es nicht als VOD speichern. Und das möchte ich aber für Leute, die es noch gucken wollen. Und auch so. So, ich glaube, wir sind hier alles durch, wenn ich so gucke. Ich hoffe. War cool, ne? Raketenstarts. Und da waren die voll drin.
echt morsch aus, das Bett, ey. Hart. Wie ein lustiger Affe da. Auf YouTube bin ich auch mit Schicki Akku, ne? Ganz normal. Manchmal ein bisschen einfacher, Sachen auf YouTube nachzugucken, finde ich, als auf Twitch. The diary is probably in Marianne's room. I should go check. Kannst du mich mal nicht... Alison, entschuldig... Buddy, block mich nicht. Alison. Ich kann mir nicht mehr durch, ey. Ich krieg zu viel. Alter, Sis. Kannst du deinen dicken Hintern mal wegschieben? Es ist ja unfassbar hier, Frau. Jetzt schubst du mich noch. Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you'll be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Wie machst du das mit dem Hochladen auf YouTube? Ich lade es auf YouTube hoch. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Musst du ein bisschen genauer stellen, die Frage. So, wir wollen jetzt doch mal ins Wohnzimmer. Nein, nicht in Mamis Room. Wir haben hier noch Erinnerungen vorzufinden. Offensichtlich. Mom, about me joining the hockey team? Mom. Sorry, what? Not now. Maybe next year. Next year? I promised. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short, really short. What? Look, I'm tired, and I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True, but it felt personal with me. Also, ich möchte mir die Haare sehr kurz schneiden, so. Nein! Warum nicht? So, excuse me? So, das Kind hat ja nicht gesagt, ich möchte mir Papageien auf die Stirn tätowieren lassen oder so. Das ist der Moment, wo man sagt, mach mal nicht. Mach, wenn du 18 bist, wenn du unbedingt meinst. Aber warum müssen Mädchen denn lange Haare haben? Abgesehen davon, dass er ja eigentlich ein Junge ist. Und es ist so... Oh, Mutter, ey. So, ja, genau. Ich speichere die Aufnahme separat und lade sie dann hoch. Ich könnte es doch theoretisch nicht separat speichern. Ich könnte es auch nur streamen, es von Twitch runterladen und dann bearbeiten und hochladen. Aber ich speichere es mit OBS. Ich bin auch froh, dass das Spiel flüssig läuft, obwohl ich das tue. So, boah, ich weiß ja nicht, ob wir... hallo, boah, du spawnst auch richtig heftig manchmal, ne? Gute Frau. Mal, warte, ich könnte... Warte. Das passt nicht ganz. Warte, ich komme mal nah an die Kamera. Ich bin fast... Ja. The diary is probably in Marianne's room. Was? Ich... I should go check. Ja, dann... Kamera? Ja, dann geh doch mal rein. Dann schließ du mal auf. Ist bestimmt abgeschlossen. Hold up. What? Remember this? Unfortunately... Nee, er meint auf YouTube parallel stream. The right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shot won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. Cool. That's an Öffne Rätsel? Geil. What are you looking for? Kaito, hallo. The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Goblins was my creation.
and you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. Yay. Nice story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Touché, ja. So, ja, wir müssen was nachlesen. Lustig. Hahaha. Schade, wir müssen leider noch eine Geschichte lesen. Genau, also man kann jetzt mittlerweile mit OBS und Streamlabs OBS kann man auf mit Stream, was es noch so gibt, keine Ahnung. Kann man jetzt parallel streamen? Aber ich weiß nicht, wie das ist mit dem Vertrag. Genau, den habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, was ich da wie angekreuzt, aber was ich da alles unterschrieben habe, weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken, aber da ich es ja nicht mache. Ich meine, im Grunde arbeitest du ja für zwei Arbeitgeber gleichzeitig. Ja. So, mache ich ja auch bisher. Kam noch keine E-Mail oder sowas. Affiliates und Partner dürfen das nicht laut Vertrag. Ja. Restream ist doch das Einfachste. Gute Nacht, Johnny. Where are those goblins? Is that her toilet? No, they live in the basement. But it looks weird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall streame ich ja nicht auf YouTube. Aber ich hoffe, es ist okay, dass ich die Sachen da hochlade. Shit. Ich glaub schon, oder? Oder Ärger krieg. So, das ist auch die Geschichte, die ich lesen muss, ne? Gut. Sag mir, du solltest nicht gleichzeitig bei Aldi und Lidl arbeiten. Ja, ich weiß schon, was du meinst. It doesn't look right. Yeah, true that. Especially with the white dots and like, are you peeing? Okay. I'm sorry, Fish, but I'm gonna read the story in German for the other... For the rest of the audience. But if you're very, very fast, you can read it yourself here. So, also, wir gucken uns nochmal an. Also als Erklärung fürs Ding. Achso, ja. Gucken uns mal an, wir haben Pelikan, Bär, Frosch, was ist das? Maus? Maus oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und den Elch. Also haben wir Pelican, Bear, Frog, Mouse oder Beaver, ich habe keine Ahnung, und Moose. Und wir müssen da irgendwas einstellen. So. Entschuldigung. Das hat alles schlimmer gemacht. Die Prinzessin und die zwei Diebe. Holt euch euren Kakao. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Das Haus war aus massivem Holz gebaut, das aus dem Wald stammte und der Prinzessin Wärme und Geborgenheit schenkte. Die Prinzessin wurde nicht im Wald geboren, doch sie sprach nie davon, wo sie hergekommen war, denn das brachte sie immer zum Weinen. Sie hatte nicht viele Freunde, aber so gefiel es ihr am besten. Der Wald war groß und sehr tief und viele Pfade führten zu ihrem Haus, aber es kamen nur wenige Besucher vorbei. Die Prinzessin war glücklich darüber, in dem großen Haus, das versteckt im großen Wald stand, in Ruhe gelassen zu werden. Sie wusste, dass sie von dem reichen Angebot des Waldes leben konnte und sie den Wald dafür aber respektieren musste. Ah, okay. Also nahm sie nur so viel, wie sie brauchte, und für eine lange Zeit verbrachte sie in dem großen Holzhaus ein schönes Leben. Aber dann... Eines Tages im Winter, als die Erde unter einer dichten Schneedecke lag und schwere Eiszapfen von den Ästen hingen, merkte die kluge Prinzessin, dass aus ihrem Haus Essen verschwand. Zunächst war es nicht viel, nur ein paar Früchte, Nüsse und Eier, die über Nacht verschwanden. Vielleicht waren es Vögel, sagte sie sich, oder Mäuse. Ich glaube, die sind alle in der Reihenfolge, die Geschichten, wir haben uns schon gespoilert. Und eine Zeit lang akzeptierte die Prinzessin die verschwundenen Lebensmittel. Denn der Winter war lang und die kleinen Tiere mussten auch etwas essen.
Aber dann verschwanden plötzlich auch kleine Gegenstände. Löffel und Teller, Gabeln und Messer und Decken. Ständig schien etwas aus dem Teil des Hauses zu verschwinden, in dem sie gerade nicht war. »Das können keine Vögel oder Mäuse sein«, sagte die Prinzessin da. »Ich glaube, hier gibt es einen Dieb.« Also ging sie nach draußen, suchte Spuren im Schnee, lauschte nach Geräuschen, die der Wind hertrug. Sie konnte nichts finden oder hören. »Wie seltsam«, sagte die Prinzessin. »Vielleicht versteckt sich der Dieb ja in meinem Haus.« Also suchte sie viele Tage lang, guckte hinter Vorhänge, unter dem Bett, im Speicher, im Kamin, hinter Balken und unter Teppiche, aber sie konnte nichts finden. Während ihrer Suche verschwanden jede Nacht immer mehr Lebensmittel. »Ich werde einen Kuchen backen«, überlegte die Prinzessin. »Kuchen? Hat wer Kuchen gesagt?« »Entschuldigung.« »Einen großen Kuchen aus allen Eiern und Früchten und Nüssen, die ich habe, sodass ich nur noch eine Sache bewachen muss.« Und sie verbrachte den ganzen Tag damit, aus all ihren Vorräten einen Kuchen zu backen. Warum aber das so lange gedauert hat. Der fertige Kuchen war so groß, dass sie ihn kaum heben konnte. »Wenn ich auf diesen Kuchen gut aufpasse, überstehe ich den Winter.« Und also nach 3 Monaten nur noch so ein Schimmelhaufen, den sie sich da reinschaufelt. Also brachte sie am Ofen ein Schloss an und sperrte den Kuchen ein. Doch am nächsten Tag wird das Schloss aufgebrochen und der Kuchen war verschwunden. Das brachte die Prinzessin erst einmal zum Weinen, denn der Kuchen war alles, was ihr bis zum Ende des Winters zum Essen blieb. Aber dann sah sie winzige Fußspuren im verschütteten Mehl und folgte ihnen zu einer versteckten Luke im Fußboden. So merkte die Prinzessin, dass 2 Diebe direkt unter ihrem Haus lebten. Wir haben nicht die richtige Geschichte gelesen, oder? Das hat uns jetzt irgendwie nichts gebracht. Sollten wir die nicht lesen? Warte, nur eine andere lesen? Nicht doof? Wir sollten doch die lesen, oder nicht? Hab ich aufgepasst, helf mir. Welche Geschichte sollten wir lesen? Verdammt! Ich habe die falsche Geschichte gelesen. Ich kann da nicht mehr alles nachlesen. Das war gerade ein bisschen viel. Surprise Freaker, ja. Also ich verstehe das so, wenn du Affiliate bei Twitch bist und bei YouTube Streams, zählt es als Twitch-Inhalt. Oh. Ist mir gleich. Genau, wie gesagt, ich kann halt noch Sachen fixen, das ist ganz gut. Eine mit der Prinzessin, Bär und einem Frosch? Ja, wahrscheinlich, ne? Shit. Können wir nochmal mit unserer Schwester reden? Welche Geschichte war das? Are you sure you're gonna be able to crack it? Ich brauche mehr Zeit. Ich bin ja nicht dämlich. Ich brauche Hilfe. Ja, wir haben nicht aufgepasst. Ich will aber nur wissen, welche Geschichte. Need some help. I've got a few ideas. Okay, I read the story. What was I supposed to get from that? Look at the wheels. The symbols are the same as the animals in the story. Hm. Ja, aber welche Story war das? And the princess had to guess who'd given her the presents. Yes. I bet we Welche Scheißgeschichte ist das? Kenas. Wir haben nicht diese Geschichte gelesen. Das ist das Problem. The Princess's Party dann wahrscheinlich, wenn es um Geschenke geht? Princess's Party? Warum hat denn keiner von euch aufgepasst, Mensch? Was macht ihr denn den ganzen Tag? Wofür seid ihr denn hier? Das klingt nach... Ja, das sieht gut aus, oder? Wir lesen einfach das ganze scheiß Buch und haben dann immer noch nicht die Geschichte gelesen, die wir lesen müssen. Mist. Die Feier der Prinzessin. Und it better be the right story. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor 1 Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war, und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikan-Dame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch
hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hinquakte. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Ah, okay, ist eine Bisamratte. Okay. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte. Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen. Und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ es sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergtals drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat und du erhältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel, die, wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. »Hm«, sagte die Prinzessin, »jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Fehlt einmal Anführungsstriche. Keiner. Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. »Hm«, sagte die Prinzessin, »hier sind die Anführungsstriche richtig, jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Innern befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. »Hm«, sagte die Prinzessin, »jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. »Liebe Feen«, sagte sie, »ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen.« Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. Okay, also. Der Bär trägt die Prinzessin auf dem Rücken, damit sie nicht angegriffen wird. Das scheint mir verteidigungsmäßig zu sein, oder? Warte mal, das andere. Was hatten wir noch? Stand der Rest? Wo war das denn jetzt? Genau, der Elch hatte Lichter verteilt. Die Froschdame hat Getränke gemacht. Ja. Und der Bisam hatte irgendwie nichts gemacht. Also würde ich sagen, die erste Schachtel, erste Schachtel war Licht. Und nee. Falsche Taste, Entschuldigung. Erste Schachtel war Wahrheit und Licht. Dann kam Verteidigung, dann kam Essen, Trinken, ne? Ist richtig? Wir versuchen das mal. Also. Die Geschenke. Ja.
sind ja drei. Es ist die Frage. Das erste war Licht. Das kam ja eigentlich vom Helmus, ne? Dann kam... Das hat dieser Samen wieder gemacht. Dann kam die Verteidigung. Das war Schachtel 2. Könnte der Bär sein. Und dann kam Essen und Trinken und so. Das hat ja der Frosch gemacht. Aber eigentlich auch der Pelikan, ne? Sind wir jetzt auf dem Frosch? Ja, okay. Nochmal. Ja, wir müssen jetzt einmal rum. Hä? Pelikan. Ah, Pelikan hatte das Buffet gebracht. Okay. Ich fand, der Frosch hat Getränke gemixt. Ich fand mixed, aber nun gut. Natürlich wussten wir, dass es der Pelikan ist. GG. Ja, es war halt entweder oder, ne? And boom. We're in. Aber es ging ja auch eher um Essen als um Trinken. Und der Pelikan hat ja Essen besorgt. Easy. Mhm. Es war First Try. You can't prove me wrong. After so many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Ja, das wird Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Theoretisch. Aber ist ja magisch, eventuell, ne? Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Okay. Es ist übrigens immer noch nicht, jemand ins Menü kommt, aber das ist eine andere Sache. Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. Wie niedlich sieht das bitte aus, ey. Oh, wie knuffig. Super süß, ey. Oh je. Umgedrehte Bilderrahmen sind immer so eine Sache. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods or Marianne got sick of Tessa's judgment. Yeah, maybe the judgment was. So she was standing here, spying through the window, drawing us while we played. She always had her eye on us. My entire body just shivered. Na gut. Ich finde, da muss man die Kinder jetzt nicht für beobachtet haben unbedingt, ne? Es ist eine andere Sache, aber... Alter, die Mama konnte richtig gut malen. Der Wesen nicht damit zu tun, dass sie scheiße war. Hm. Ah. It's here! Ja, machen wir gleich. It's here. Ich mache mal wieder zu, befehle das doch nicht. Ich will noch nicht, dass das was triggert, wenn ich das jetzt schon nehme. Wir wissen, wie das sonst läuft. Ja, da liegt irgendwie auch nicht so viel in dem Gebäude hier, ne? Kitschiger Bilderraum. She always had to have a picture of us close by. Why this picture, though? I mean, do you see the expression on our faces? Mm-hmm. Oh, this explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. Ich weiß noch nicht, was es ist. Kann halt alles sein, ne? In Amerika hast du alles in den Pillendosen. Das können doch nur Schmerztabletten sein. Keine Ahnung, was das für ein Medikament ist. Das ist halt so, ja. Oh. Through. Whatever's going on, they won't let me in. Oh, why? Globally. They used to tell me everything. Richtig. They shut me out, Tessa. They've shut me out. Yeah, why might that be? I've had so much Zurück. And they're convinced I'm the enemy, and I don't know why. Yeah. I need them. I need my goblins. I remember now. We heard her crying. We listened through the door.
seeing her like this. As if she's still here. It really sucks. She was really coming apart those last few months, wasn't she? Yeah. Was war das? Was ist denn das Scheißmenü? Alle Scheißtassen durch. Ich will doch nicht. Okay, Mann. Okay. Man kann hier die Sammlerstücke anschauen. Die listigen Kobolde. Der wilde Jäger. Aha, okay. Finde mal bitte was. Entschuldigung. Was soll ich denn finden? Die kluge Prinzessin. Das sieht schon echt süß aus, ne? Ey, wir haben irgendwie noch nicht so viel gefunden. Kann das sein? Ne. Es geht hier noch weiter. Upsi. Was denn, wenn, dann, da, Ort? Was? Ich bin verwirrt von euch. So. Ja, wir wissen, was unser Ziel ist. Wir haben es auch schon längst gefunden. Spiel. Mensch. Noch mehr Coupons. Noch mehr Coupons einfach. Schlimm, 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 schlimm. Sowohl schlimm, dass es nötig ist, als auch schlimm, dass Leute es dann auch so übermäßig prozedieren. Ich kann nicht an den Schrank. Da ist noch eine Nähmaschine. Ja, die habe ich auch heute erst benutzt, du. Ugh. Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. Ja, nähen können ist schon nicht verkehrt. Wurde das schon angeguckt? Nein. I tried to read this one. I can never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? No wonder Miriam liked it. Timeless Sea by Stephen Orcutt? Okay. Kenne ich jetzt leider nicht. Klingt kompliziert, so wie sie drüber reden. Okay, ich glaube, wir haben... nicht mehr wirklich alles. Ah doch, das waren wir schon. Da waren wir schon. Mein Fehler. Kennst du denn, wenn dann da Ort nicht... Was ist los? All this place needs is a quick clean, okay. And it'll be ready to go. Okay, ich glaube, wir haben ja alles. If only. Dann können wir auch unser unser Diary rausholen. Don't touch. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Pornstash unterm Bett. Conversion Therapy, hm? Tyler. What? Look. Also mit dem Buch sieht es ja aus, als hätte sie lernen wollen, ne? Aber das andere ist halt genau das Gegenteil. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Now, when I've finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off.
need some air. Was Chiara sagt. Es wird automatisch rausgenommen. Alles gut. Ich kann es nur nicht zulassen, weil dann muss ich aus dem Spiel raustappen. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber ich wollte dich nicht in eine Falle locken. Ich wusste, das wird gelöscht, aber wir können das zu Anzeigen bringen. Chiara, glaube ich, genauso wie ich. Oder Chiara kann kurz drauf gucken und dann entscheiden, ob das okay ist. Oh. Are you really, really sure? I am. Do it. Okay. Here we go. Schnipp, schnapp, da fallen die Haare. Whoa. Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight, though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Mom? Mom? Wrong. This is all wrong. Wait, stop. Was? Bitte was? Wollt ihr gerade echt eventuell ihr Kind erschießen? Na gut, wir werden es ja rausfinden, aber so als Kind hätte ich das auch so gedeutet. Wäre nur so. Uff. Wirklich stable war die Frau nicht, ne? Glad we found your diary. Me too. I guess she was trying to figure out where you were at. Yeah, well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. Ich befürchte auch, es ist eine Geschichte um ein riesiges, fatales Missverständnis. Ich befürchte das auch. Und das wäre so schlimm. Oh Gott, stell dir vor, ey. The book. Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. But she wasn't trying. She never... It doesn't make sense. I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison,
She read my diary. She already knew. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it then. Oh, Molly, meine Fresse, ey. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Ja, komm, wir sind mal nicht so salty. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word, was. But we need to go by the store anyway, to get a few things for the repairs. Great. Two seagulls, one stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. And then we found the book and things changed. You really don't get that? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated 3 years ago. And this is the first time we've seen each other in person. I wanted to talk to you about that. But it never seemed like the right time. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Ich sag jetzt mal, hier geht es nicht um dich, denn ich glaube, unsere eigene Story ist dann doch einfach noch ein bisschen heftiger, ne? Not you. And making it about you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Okay, then. Oh, sie guckt so böse. Wir haben voll verkackt. Es ist einfach so kacke, weil wir haben halt unsere Mutter umgebracht und nicht sie. Und wenn wir jetzt überlegen, vielleicht haben wir das grundlos gemacht, beziehungsweise aus dem falschen Grund, oder die Mutter war noch ganz anders, als wir dachten. Alter, was macht das denn mit der Psyche? Ja, also ja, die andere hat auch die Mutter verloren, aber ihr Leben war ja soweit okay. Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Ich mag den Teil auch total gerne. Wenn man ob ich das Video im Stream einbinden könnte, oh, nicht ohne, dass ich es gesehen habe. Das geht leider nicht. Ich gucke es mir gerne an. Aber ich kann es jetzt leider nicht zeigen. Als er mit der Flinte stand, war der Angriff. Ich meine, das macht ja Angst, aber ja, wir wissen es noch nicht, ne? Ich würde nichts überstürzen. Wer weiß, ob die noch mit der Flinte hinter dem her ist und das Kind sich da eingepisst hat, ne? Wer weiß. Ja, das, yes, it's Alaska, right. Ne, man weiß ja nicht. Ich glaube, wir tendieren jetzt dazu, direkt alles zu wissen. Also glauben, alles zu wissen. Und ich glaube, wir wissen gar nichts einfach. Cool Plan. Oder eher Cool Plan. Haha.
2004, Ollie's Diary. Oh je, hat er... Warum ist Ollie's extra nochmal daneben und groß? Uff, cold, yeah. Very tall. Aww. Mom and Allison argued again. At least I'm not the only one. Mom is... Was? Screaming at. Ah, okay. Nice depiction of your mother. Was haben wir denn da? Mom und Allison haben wieder gestritten. Wesens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, dass wir im Wald, was wir im Wald vorhaben. Allie meint, wir sollten uns von ihrer Stimme. Wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen, aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Jetzt, als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von uns den Kobolden, einer von den Kobolden ein Junge sein? Ja. Ah, okay, das Video. Nein, das kann ich nicht einbinden. Dann werde ich gesperrt. Hör auf. Das mache ich nicht. So gerne ich auch würde. Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool, aber Mom hat es rausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Zium, zium. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen, aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. Oh, Kuh. Tu dies, tu das, ich kann ihre Stimme nicht mehr hören und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Ollie, der Kobold. Okay. Okay, aber trotzdem... baut er auf den Namen erstmal, ne? Okay. Vielleicht, weil sie ihn immer Olivia genannt hat oder so. Wer sind sie? Also. Ja, haha. Ich bin Allison. Ja, was kann ich nicht lesen? So. Mama hat nie Star Wars gesehen. Rebellion für den Frieden. Ja, richtig. Wahrscheinlich auch kein Herr der Ringe. Ja, ich befürchte nicht. Ansehen, ansprechen. Wir haben es gerade ein bisschen verkackt mit unserer Schwester, also mit Noah. Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on. I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both made at the same time. Both? Ja. Oh wait. Deine Ring, yeah. Die du nicht willst. This ring is supposed to be linked to the one Eddie had made for you. You know, twins rings. Ah, sie sind also wirklich Zwillinge. Okay. Oh. That's a little weird, but also kind of cool. I've still got it right here in my pocket. Nice try. But not today. Maybe another time though. Also wir sind wirklich ihr Zwilling. Okay, nicht nur ihr Bruder. Not a bad view, right? I forgot how beautiful it is. Remember that time we tried to cross the lake after it froze over? Oh yeah, how can I forget? Marianne lectured us for an hour. Well, she wasn't wrong at least. It was really dangerous. If we'd fallen in, no more goblins. We grew up on this lake. We know how to spot thin ice. Yeah, well... Did you though? I think I'd like to end up somewhere like this. Just not here. Somewhere with more trees than people? Exactly. Just go into it with a little more of a plan than Marianne did. Already working on it.
with my degree, it'll be easy to get a job as a ranger. After you spend a little time in Juneau? Still a maybe on that one. If you squint, you could almost forget Delos Crossing's only a few miles away. I'm sure Marianne tried to. Can't blame her. We're headed there for supplies later. You ready for that? Yeah, but I was really enjoying a day without assholes. Just a little longer, and every day will be asshole-free. Muss mal eben ein Meerschwein das Haus wegnehmen. Ich bin gerade echt auf Kekse. Hier ist unser Troublemaker. Wir sind jetzt obdachlos. Hi. Sag hi, Molly. Hallo. Ja. Guck, 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 guck. Kannst du, hört man dich im Mikro? Ich glaube, wir setzen dich mal auf dem Schreibtisch. Hört man dich? Ich glaube nicht, ne? Du sagst gerade gar nichts, ne? Nee, so verstehen wir alle nicht, ne? Ja, man hört die. Oh. Warte, komm noch mal hin. Komm, ich quäl dich mal. Nein, natürlich nicht. Ich höre sie jetzt nicht, weil ich die Kopfhörer auf. Mein Schatz, ja. Doofnuss, warum läufst du immer mit dem Haus? Damit Koffi nicht auf dem Napf, nicht an den Napf kommt. Ja, ich weiß, Molly. Ja, fein. Ach, tschüss, Molly. Tschüss. Bringen Sie kurz weg. Direkt wieder glücklich, direkt wieder vergessen, dass wir ein Haus verloren haben. Ich meine, die haben ja noch ein Haus, ne? Aber mit dem kann man halt nicht laufen. Yay! Koffi zeige ich ein andermal. So, jetzt schon mal egal. Aber bevor die da jede Aufnahme zerstört. So. At least the glacier's still there. You have to wonder just what kind of stories it could tell. You know, if it had a mouth. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Sie dachte, er würde schmilzen. Marianne thought it'd be gone by now. It won't be long. I once told her I didn't care because I wouldn't be here to see it. Really? You really said that? Yup. And I got slapped for it. Too bad Congress doesn't have a Marianne. Was für eine Antwort, Snake? Was habe ich verpasst? Ich hätte mich irgendwas nicht verstanden. Ich verstand irgendwas, war holländisch. Ich kann kein holländisch. Well, guess we better get going. And here I thought you'd never tear yourself away. Yeah, sorry. Views like this, I just tend to get lost in them. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. Uh-huh. My sister, the social butterfly. Ach ja. Seems we got a trespass. Excuse me? What the fuck? You got 5 seconds to talk me into defending my property. Your property? 5, 4. I'm Tyler. Don't know any Tylers. 3, 2. Sam! Ellie? What are you doing out here, girl? This is our America. House. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Well, you... Brother? Oh, shit. Mm-hmm. I guess I heard about all that, but I never... Alter. Damn, you look like a real man. He's a real man. Sam. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman look so much like a man. Komm.
You know, I'm just trying to be me. It's just who I am. Well, I've seen a couple of lady transvestites on the TV before, but I've never seen a dude. Du bist auch Trump-Wähler, ne? Ich schwör. Sam, that's not how you say that. Say what? Transvestites? Yes. It's transgender. Transgender men. I'm sorry. It's hard to keep track out here in Delos Crossing. The world's just moving on without us. Well, he at least it's fine. Doesn't seem to hate the subject. Fact. Works for me. Tyler. Thanks, Sam. Ich denke, so what are you doing here exactly? Oh, well, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? Uneducated, like just roof, uneducated. Checking pipes and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, so, Snake, yeah, vielleicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Just, you know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know. Und da bin ich gerade sehr busy. Ich komme überhaupt nicht zurecht mit allen Sachen so. Aber schauen wir einfach mal. Didn't you used to help Marianne with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just, you know, took it on myself to help her keep this place standing. Ja, dafür braucht man auch definitiv einen Mann, ne? Antiquated. Love you. Thanks. Yeah, guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks? Oh yeah, absolutely. But, unfassbar, der Mann. Selling your mother's house? Ja, vielleicht wird's. Are you sure? Bad or good? It's all you've got. Wie altmodisch von dir. Danke. Alter, what the fuck, ey. Nein, wir sind jetzt noch nicht auf Angriff hier. Das hat keinen Zweck. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? Oops. What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Nein, zum Reparieren des Hauses, du Eumel. This place has gotta be full of all kinds of bad memories. Also, sagt er, ne? Stimmt natürlich nicht. But maybe some good ones too? Ja. Ah, interessant. Er ist stockbesoffen, wir sollten gehen. Ja, er ist besoffen. Allie, can you hear me? Ty, we can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is pointless. He's hammered. He's always hammered. And who knows? Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Everything okay with you two? Yes. No. Oh. All right. Okay, wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit nur telepathisch, dann denkt er auch, wir haben einen in der Pfanne. Ich will gar nicht wissen, ob die sich nahe standen. Ganz ehrlich, das interessiert mich ein Scheiß, mit wem unsere Mutter da irgendwas gemacht hat. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir darüber erfahren sollen. Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Oh. Oh, yeah. Yeah. You two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Yep. Better late than never, I guess. Never solved it. Die Kombinationsmöglichkeiten waren 3x5. Das war jetzt auch nicht so schwierig. So, eine halbe Stunde. You know all your mama's secrets now, huh? Well, she may have one or two left. Ich will das nicht fragen. Das haben wir schon gefragt. So neue Nachbarn schon kennengelernt? Nee, nicht wirklich. Einer ist mir begegnet im Hausflur. Nur ganz kurz, heute Morgen, glaube ich. Aber wirklich von kennengelernt kann nicht die Rede sein. Lass nur mal die Tür offen. Muss sie manchmal zumachen, weil die irgendwie manchmal 1-2 Stunden dann wieder weg sind, aber die Tür offen lassen. Okay, wenn man viel reinträgt und so, aber manchmal sind die lange weg. So. Ja gut, dann hau rein hier.
How well did you know her? Ich will das gar nicht wissen. Not as well as I thought. Well, I heard what happened that night. Well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Haben die nur geschlafen oder? Much as anything ever has. Eingeweiht. Other folks say they saw it coming. Not me. Ja, okay. Wir sollten gehen. Nein, der Chris und ich, wir sind Nachbarn. Und wir haben jetzt auch gerade neue Nachbarn bekommen. We should get going. That's all you think we'll get out of him? So besoffen ist er keine Hilfe. Ich habe noch mehr Fragen. Oh ne, ich will gar nicht mit ihm reden. Ich will echt gar nicht mit ihm reden. Ja, Nachbarn halt. Eigene Nachbarn. Haus. Nachbarn halt. I'll tell him to get a move on then. Well, we've got a supply run to make and Uncle Eddie's expecting a visit. So. Right. Yeah, of course. Get going, you two. Sam, we all gotta get going. Oh, of course. I got lots to do myself. Lots of to-dos on old Sam's list. Nein, ist you don't want to keep Brown waiting, you know? Thanks for looking out for this oben. Place. Happy to do it. I don't hesitate to ich will auch nicht mit meinem Freund hier im Chat über die Nachbarn reden. Ich kann ja jederzeit sonst auch mit dem reden. Das brauche ich keinen Chat für. Sam? Huh? Geh dich mal wieder waschen, du stinkst, ey. Sam? Huh? Sieht man dir einfach an, ey. Oh, yeah. Of course. Of course. Yeah, they're yours. I this place, it meant a lot to your mother. It almost felt like it was a part of her, and it's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep. Ist Chiara? Huh? Ich weiß nicht, wovon du redest. Yeah. Well, take care of yourself, both of you. Tschüss. Geh weg. Hey, so, we really do have a lot to do. Das ist gut. Oder WhatsApp. Okay. Ich lasse mich das treten. I'll be right behind you. Der Jacke los. Die Jacke so. Wind. Der schaut mit hoher Wahrscheinlichkeit den Stream, denn er ist Mod. Aber trotzdem, das würden wir doch dann eher so besprechen. Hi, E-Beams. Ja, die Chiara. So, mich würde es interessieren, wie lange das Spiel noch geht. Ich würde mich ganz gerne ein Pickelbäuschen machen von 2 Minuten oder so. Ich weiß aber nicht, ob das noch lang geht. Wenn es nicht mehr lang geht, lohnt sich das vielleicht nicht. Obwohl, Talkrunde und so. Wir gucken gleich mal. Guck mal, welche Vibes uns das Spiel so gibt. Ja, das stimmt. Da glaube ich nur gerade intensiv auf Twitter. Oh, interessant. Mit Querdenkern oder was? Ja. Alle meine Mods sind meine Freunde. Ich lebe hier im Harem. I'm ready to talk to Tessa. Entschuldigung. Just try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. Ah, oh, so hart. Life is strange. So I'm guessing this is Michael? Ziehen wir das jetzt durch? Ja, auf jeden Fall. So, ich mache ein ganz positives Bäuchchen. Ich bin in 2 Minuten oder so wieder da. Nur ganze Kaffee und Wasser und so.
Geht auch mal zur Toilette, ne? Ich weiß nicht, ob das noch, wie lange das geht. Es kann noch eine halbe Stunde gehen, es kann auch eine Stunde gehen. So viel länger, glaube ich, nicht. Das ist halt auch nur so eine, ich sag mal, Life is Strange-Länge an Episode. Nur, wir haben ein paar Geschichten gelesen, das dauert ja ein bisschen, ne? Da gehen die. Nein, es ist gleich wieder da. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Nein. Juhu, da bin ich wieder. Moment, ist gerade schwarz, aber geht gleich wieder. So. Oh, ich sehe schon, wir haben das Beste verpasst hier. Da kommen die Freaker-Vibes in die Ecke gestolpert. Ja, beste Vibes. Ja, genau, den Elfendoktor. Das hatten wir alle schon im Arm, ne? Das stimmt, das stimmt. So, dann muss ich wieder rüber, dann sollte das auch gehen, hoffe ich. Ich packe mich jetzt einfach wieder da rein. Hoffe ich. Ja, okay. Oh, ich hatte schon Angst. Gott sei Dank. So, weiter geht's. Tell me why ain't nothing like a heartache. Tell me why. Entschuldigung. Ich kann nicht ohne. Oh, jetzt spielen wir wieder sie, das finde ich auch schön. Das finde ich nett. Dass wir uns da abwechseln. Geh durch den Schnee. Geh durch den Schnee. Hinterlassen wir Spuren. Ja, wir hinterlassen Spuren. Nice. Beste. Beste. Eine Tankstelle. Die sehen auch einfach in jedem Land fast gleich aus, ne? Ich hab Hild. Okay, ja, komm, lass mal gehen. So. Ich kriege echt Locken in meine Perücke rein. Dann sieht das besser aus. Hey, you. Hey. She's back, yeah. Isn't it your day off? Yep. We're here as patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you about. I was there for your introduction of marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Don't worry. She told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24/7, so I feel like I already know you. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. But what's that? Oh, yeah, gute Frage. Ach komm, wir sind mal nett. Michael is moving to Juneau too. We were thinking of being roommates. Ach so, mit dem. Oh, okay. Habe ich falsch verstanden. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Don't worry, she won't. We'll get the house sold and you guys can move on. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so you know it'll be good. Drittes Rad, Matsch, ja. I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah. There's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill. Especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish. Even if she filled the lake with cyanide first. I'm not... Ugh, never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. So, Veni Vidi Vici. Also eigentlich ja Vicky. General Store. Oh, was für ein lustiger Wortwitz, wenn man Vici heißt. Vote Tom Vici Mayor for you. Are you a Democrat or Republican? The future mayor of Delos Crossing. Tom Vecchi? Vecchi, oh. Yep. Oops. Is it really that big of a shock? He owns the only store in Delos Crossing, and he's chummy with the Old Boys Club. I guess. He never really struck me as having ideas. And he's not exactly charismatic.
Ja, Trump ist auch nicht charismatic, hat ihn auch keinen davon abgehalten, die Dumpfnudel zu wählen, ne? Hi. Hi. I am Frank. I really hate this cap, but my arms are too short to take it off, and also my arms are wood. Help. Please help. So süß. Warum liegt hier ein Kanu? Oh, oh. Von hier aus sehe ich es nicht, okay. Von hier aus sehe ich es. Oh, ah, okay. Hey, Ollie! Look! I'm the ruler of this kingdom! Get it? Cause it's a dome? You're gonna fall, stupid. That was funny. No. I can't believe you didn't laugh. That was hilarious. Not as funny as you getting all pouty when I didn't laugh at your jokes. I loved baiting you. It was my favorite thing. Schön, dass er sich hinsetzt, wenn wir uns die Sachen angucken. Finde ich ganz cool. Wo kommen wir denn dahin? Klingelstreich. Ding dong. Nein. Langweilig, langweilig. Weil es ein Dom ist, versteht ihr? Ach so. Jetzt verstehe ich. Hier läuft es wieder vernünftig, ja? Komm, wir machen. Klingelstreich ging nicht, dann machen wir jetzt Telefonstreich. Wo ist es? Wo ist die Erinnerung? Wo ist die. Wo? Oben? Nein. Da oben links. Help. Wir werden sie finden. Wir werden sie finden. Wir gehen jetzt erstmal Telefonstreich machen. Geht auch nicht. Ah, toll. Langweilige Stadt. Kackstadt. Eine Lunchbox. Ist sie zum Wegwerfen? Sieht irgendwie nicht so aus. Jemand hat seine Lunchbox vergessen. Entschuldigung! Entschuldigung, ich. Die arme Lunchbox. Oh, ein Totem. Tessa tried to spirit that sign away a couple years ago, but Tom put it back. He loves that cheesy slogan. Ich wollte eigentlich. Oh, I just got it. That's kind of funny, actually. It's been up here for ages. Excuse me for not being hip to Julius Caesar at 11. Also, I was probably too busy dodging your snowballs to notice. Don't tempt me. Ich hätte ja ganz gerne den Totem mir angeguckt, aber das kann ich leider nicht. Okay. Wo ist denn jetzt die Erinnerung? Oh, da. Aber wir sind nicht nah genug dran. Nein, falsche Taste. Wo seid ihr denn jetzt? Du stehst im Weg, Tyler. Nur mal so. Warum kann ich denn nicht die Erinnerung? Hä? Seh euch doch. Warum kann ich nicht? Ist doof. Oh, Tyler, du stehst in dir selber. Kannst du mal nicht machen? Ich finde den Triggerpunkt hier nicht. Heute. Ist ich näher dran? Ah, okay. I want to have the crispy tocino and noodles and spring rolls. And can we get the coconut cake for dessert? Easy, easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Man, I miss Tessa's cooking. She still make those, what are they called? Fried banana rolls? Tehran? Right. Glorious. No, I'm pretty sure she made them special for us. Ich hab immer noch keine Kappe auf, ich lerne es nicht. Das Einzige, was mich an dem Spiel wirklich stört, ist, dass die, ich sag mal, NPCs dich so hart wegstoßen einfach. Das kann es einfach nicht sein. Das ist ein bisschen nervig. Die sollten, wenn dann, durch einen durchlaufen können oder so. Okay, hier ist nix. Dann gehen wir mal rein, wa? Should we go inside or stand around until we become human popsicles? Sagt derjenige, der sich auch mal alles angeguckt hat. Das müsste doch bei einer Leitung. So, was haben wir denn da?
Tessa's still doing that Bible study here every Wednesday? Mm-hmm. Wednesday nights are always packed. She cooks tons of bibinka and the Hail Marys start flowing. There's gonna be a lot of leftovers after the rapture. More for us. Wie schön, dass fast alle, die in den Chat kommen, erstmal Backstreet Boys singen. Ey. Richtig gut. Muss ich das jetzt auch wieder singen? Bible Study with Father Bautista. Yeah. Come and experience the living word. Hm, gerade nicht du. I really hope they get enough signatures on this. On what? They want to build a fancy hunting lodge up the river. It's gonna totally screw up salmon migration. Good. Well, what are we waiting for? Let's go shopping. Ich würde das ganz gerne unterschreiben. Hm, warte. Er hat doch einen Stift dabei, oder? Crazy that they haven't caught him yet. Das ist sehr cool. Es wird dir sehr gefallen, Noah, aus so vielen Gründen. Interessant. Ja, man gönnt mir einfach keine Abos, das ist okay. Ich denke die ganze Zeit an die Boomtown-Rats. I don't like Mondays. Warum? Es ist wenigstens Donnerstag. Recently we have had multiple incidents of mail theft occurring in and around. Okay. Hm. Mail, huh? Hmm. Open some mailboxes. Come on. If there are any left. Here. Right? If there are any left. I guess there aren't mailboxes here. So I guess I can't take anything, which is better. Noah. Ja, ob wir. Da ist nur normal. Ne, wir können auch nicht. We can't cross the street. Okay, we're supposed to go inside anyway. Twitch will nicht, dass ich Geld verdiene. Das ist okay. Verdiene das auch gar nicht. Well, hello, Miss Ronan. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or...? More or less. We've been working out at the old house. But, surprise, surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. Yeah, well... I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels... complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Okay, das ist der Mann von Tessa. Okay. Und er will so Mayor werden. Candles and an all-purpose cleaner. Plus snacks and drinks. Ja. Hab ich echt, wie die Episode endet. Das wird ja irgendwie mit dem Knall wahrscheinlich irgendwie enden. Wie immer. Aren't you running for more gun control? My platform calls for sensible regulations, but folks around here need guns for safety. Scheiß tun die. We run extensive background checks before each and every sale. Hmm. Yeah, maybe they're allowed to have them, but then they're also allowed to shoot people just because they trespass or something. America. I never understand the gun policy there. Michael. Und da gibt's Bären. Ja gut. Has some roundabout way of asking me to make you two my world famous pancakes. Ooh, busted. Ich hab auch Hunger. Japan beweist, dass man Bären auch mit bloßen Händen amüsieren kann. Hm. Birch syrup. Let's see. Fresh cut peonies, triple layer chocolate chip cake, toasted marshmallow. Are you doing a dramatic reading of a fancy ass cookbook? Nope. Just browsing these fancy-ass candles. Will das haben? Plain candles are fine. Ja, ich finde, man kriegt auch von Duftkerzen oft Kopfschmerzen. Snack.
I want all the snack. Hey, Tyler. Candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. Oh, was gäbe ich jetzt für Chips, ey? That pumpkin is huge. Na gut, er möchte was Süßes. Ich hätte ja lieber Sugar Chips. Rush it is. Er kommt gerade aus dem Knast. Wir holen ihm natürlich das, was er essen möchte. Also, ey. Hallo? Riffle Chips. Oh, hör auf. Oder Lays. Braucht ihr Chips? Oh, sowas darfst du nicht sagen, ey. Ich brauche immer Chips. That really is one enormous pumpkin. Na, gerade an zu sabbern, ey. That is a big ass pumpkin, ja. You're planning to be a ranger, right? Yep, that's the plan. I'll probably start by cleaning honey buckets. Wir werden mit den Kindern in der Schule auch Kürbisse schnitzen, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das nur auf eine Tüte Lays. Warum habt ihr alle Chips, ey, ihr Penner? Mann, ey. Ich wollte vorhin erst welche kaufen. Und ich dachte mir nur so, nein. Weil ich war ja nur bei TK Maxx und da sind die arschteuer. Ist auch geil, aber arschteuer. Oh mein Gott, Fish Glorious, thank you. Oh, danke. Ich weiß nicht, ob du Deutsch oder Englisch bist. Vielen, vielen Dank. Am Samstag Riffle Chips. Hab ich gehört. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich kann gerade mich nicht bedanken im Chat, weil ich muss dann noch raustappen, das ist doof. Danke, danke. Yeah, Fish, you got a sub. That's cool. Athletic, graceful and spirited. Sounds like you. Sorry, I might be movie star handsome, but I can't act for shit. Ich sehe vielleicht aus wie ein Filmstar, aber ja, er sieht schon echt schick aus, ne? Yep, that's the plan. Du bist Deutsche, alles klar. Als kleines Danke für das, was ihr für meinen besten Kumpel tut. Was? Was tue ich denn für deinen besten Kumpel? Wer ist denn dein bester Kumpel? So. Abgelegt hier. The Delos Dulz sets live. Okay. Was? Wir können irgendwie reagieren. Ich habe nicht zugehört. I don't have my phone on me. And you know you could just Google all this later, right? Are you kidding, Allison? Old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel on the internet. Ich tapp mal ganz kurz raus, sonst ist es mit dem Emo doof. Dankeschön. So. Ja, durch die Streams von dir und anderen wird er wieder lebhafter, deswegen ein kleines Danke fürs Dasein. Okay, gerne. Gerne, gerne. Ich weiß jetzt zwar nicht, um wen es geht, aber vielleicht soll ich das ja auch nicht wissen. Das ist okay. Someone got paid to write this. Das freut mich auf jeden Fall. Wenn ich irgendeinen guten Impact habe, dann ist das toll. Schön. Okay, was? So, Pre-Concert Catholic Halloween Celebration. Okay, Halloween, yes. Catholic, not my kind of, I don't know, thing. Haben wir noch? I should write down their info for after the move. Aha. Jawbreakers. Interested in roller derby? Okay, I thought Jawbreakers were gum. Also Kaugummi. Kennt ihr die Jawbreakers? Diese, wie heißen die? Im Deutschen. So, diese riesen Kugeln. So. Well, was dann? Alles kaputt. Beat little Cleos, but depends on conditions. Wait, is this a pot quiz? Hey, I had to be sure. What? You think I'm like catfishing you? Well, can you blame me for being skeptical of an outdoorsy Rona? Tyler, you want water, soda, juice? Whatever you want. I'm not picky. Wish any of it sounded good. A grape soda sounds sweet. Wirke aber eher wie ein sehr festes Bonbon. Ja, it's super hard candy, ja. Was ist das? Das ist wahrscheinlich der Saft oder das Wasser. Ja, komm, wir nehmen Wasser. I'm grabbing some water. You do you, girl. Hallo, Gray. Der Kumpel nennt sich hier Parcel. Ah, okay. Er ist ein bisschen kaputt. Oh Gott. Aber hier wird er langsam wieder aufgepäppelt und das ist schön zu sehen. Besten Dank einfach. Und dem Parcel habe ich auch ganz viel zu verdanken. Vielen lieben Dank. Und liebe Grüße. Ja, der Parcel, der ist schon heute nicht mehr da. Der war aber vorhin hier. Ah, man. Marianne used to sample everything from the bulk bin. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchten noch irgendwas zum Reinigen, oder? Kommen wir eigentlich mit einer Flasche Wasser aus? Ist doch irgendwie ein bisschen wenig, ne? Da, Reiniger.
Yeah, that's go to Clorix. Any opinion on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend an afternoon. All surface, boomerang, all surface, all purpose. Das ist Öko. Wir nehmen Öko. Organic's better. Mm-hmm. Always. I suppose to just suck on it. We're done here. Or else you break your jaw. Ah, okay. Are you meant to chew a jawbreaker? I'm not sure. So, was brauchen wir noch? Ich habe die Liste nicht im Kopf. Ey, Bro. Inventory, huh? Yeah. My mind is so numb right now. Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? Ich warte nur auf Tyler, vor allem Tyler im Hintergrund und so Allison, mach mal hinne. Ich warte nur auf Tyler. Yeah, I'd be done already, but I'm letting Tyler browse and take it all in. Must be weird for him to be back here. War ein harter Tag. Yeah, I don't know. But today's been crazy. Define crazy. Nein, das wollen wir nicht genauer erklären. Ist nur blöd, dahin zurückzugehen. Das geht dir überhaupt nichts an, was wir da gefunden haben. It was just kind of unsettling to go back to the old house after all this time. How are you Und feeling? Anna so, still unsettled, but it'll pass. All right. Animation well, much. I'll be here if you need me. Ah, so. Ja, da brauchen wir ja eigentlich nichts mehr. So, ich finde, wir brauchen dringend einen Rettungsring. Weil wir wollen bestimmt auf den See und wir werden dort sterben. Sonst. Was bist du denn? Hallo! Hey Tyler, remember the Trout King? Yeah, I saw it. Are you kidding? He never misses a chance to tell customers he won a Trout Derby. It was a 12-pounder! Allison, I'm waiting. Let's pay for groceries. Süß! Willst du anfassen? Willst du anfassen? All hail the Trout King. Ich will das. Ja, ich will das auch. Hast du eigentlich gerade geschrieben, Noah? Ich hab's nicht mitgekriegt. Du wolltest jetzt auch an James PC spielen? Ja, mach, auf jeden Fall. Jeden Donnerstag kommt eine Episode raus. So viele Zeichen. Die können alle in Noahs Küche. Ne? Haben wir jetzt alles? Ich gehe mal kurz durch. Ich glaube, wir haben aber alles, was wir brauchen. Hier noch irgendein Shit. So, ich. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Ah ja, stimmt, ihr seid ja weg. Ich wünsche euch einen ganz tollen Urlaub. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. Oh my god, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Marianne's room that took us by surprise. Oh, really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Marianne better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that, but it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you, truly. Ich meine, die scheint ja nett zu sein, aber... What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here.
It's weird, right? Yeah, I feel it too. Ja, das Harem denkt halt alike, ne? Ach ja. Gute Frau. Gute Frau. Ich mag das Spiel. Ist echt cool. Auf jeden Fall. Ja, nee, alle bitte schön aus Berlin fernhalten jetzt am Wochenende oder bleibt zu Hause. Man weiß nicht, was da eventuell abgeht bei den ganzen Bekloppten, die da jetzt eventuell doch hinströmen und All hail the Trout King. All hail the Trout King. Okay. War irgendwie gerade weg für eine Sekunde. Oh. Ja. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh? What's your excuse this time? Emergency repairs for the Beaver Dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Ooh. You know, totally forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, okay? What is it? Is it 4th of July there or something? Can you get fireworks? I don't think so. It looks... Ah, well, to be honest, it is Alaska, so the snow might not mean a thing. That's true. I don't know. Tschüss, Chris. Gute Nacht. Lass mal demnächst irgendwie mal einen Kaffee trinken oder so. Muss auch aufräumen, aber I just saw all the flags. Yeah, maybe it's just an American thing. Americans put flags at all places, right? They have a flag thing. Aber I honestly do not know what day it is or what month even. Kann ich Can I help you, Allison? Oh, no, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Ah, okay, yeah, sie arbeitet ja da, dann darf sie auch da reingucken, okay. Man, Tessa keeps track of everything in these notebooks. Like what? Any loans she's given out, stuff she lets regulars take for free, even her tithes. And then what? She starts passing out horse heads if people don't pay her back. I think she just likes having a record. She's gonna hand it off to St. Paul like a resume. Noah, möchtest du etwa sagen, dass wir eine Schlömpelsparty auf dem Hausboot feiern sollen? Yeah. Totally. Knock. What's this doing here? Ja, lass das machen. Also, später mal. Lass mal machen. So, okay. Wir können da anscheinend eigentlich nichts angucken. Ist auch mein Büro, ne? Ist auch mein Büro. Offensichtlich nicht mein Büro. Is there something I can do for you? Ja, lass mal machen. Das wäre cool. Hey, was hast du so? So what are you doing there? Oh, just inventory. Guess I'm lucky I had the day off, huh? Yes, what a lucky coincidence. Also ich wäre majestätisch, Noah. Als Galeonsfigur wäre ich majestätisch. Ich wäre eine kotzende Galeonsfigur. Das wäre so schön. Fährst du so mit dem Boot, ne? Das ist total episch, so die Wellen brechen und so. Und ich breche auch. Ja, dann... Wie bei Rick and Morty mit der schreienden Sonne, ich bin die kotzende Galeonsfigur. Die ganze Zeit so. Das hat sonst keiner. Genau. Ja. No, just picking up some things for the house. Oh, okay. Does your brother need any, shaving products? We've got some on sale. I think he's got everything. But, thanks. Good, good. Well, you let me know if we're running low on anything you need. Ja, ja. Vergiss es. Das ist doof, dass man das so sagen muss.
Wir haben was zu futtern. Win-win. Richtig, genau. Schön Brötchen. No, never mind. Ah, our working schedule. Allison und Michael. 9 bis 5? Ja, okay. Ich dachte erst so 9,5 Stunden. Uff. Aber es sind auch halt 8 Stunden. Das dauert auch. Dann noch mit 12 bis 8 off Basil-Towel. Mhm. Oh. Ja, es ist offensichtlich Montag. Es ist der 2. November. This is the 2nd of November. So it's not July. Segelschein machen würde, wäre das sogar möglich. Ja, ja, nee, lass mal. Ja, Nevermind mit Vergiss es zu übersetzen ist echt etwas passiv-aggressiv. Ja, ist nicht gut übersetzt. Nevermind ist eher so, schon gut. Schon gut. Passt, glaube ich, am besten. Dafür reicht mein Englisch dann doch noch. So, gehen wir? Oder hatte er was gesagt mit Erinnerung? Weil Erinnerung anders ist? Ja, da war was, ne? Nee, wir sind zu nah dran. Mom, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Oh. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Das ist aber doch ein bisschen anders, ne? We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that, they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? No. Marianne defended us because Tessa got all preachy. What is it going to be? I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? The Lord disciplines those he loves. You're failing these kids, Marianne. Judge me all you want, but don't spew that hate around my children. Spew hate? I am trying to be your friend. They need a firm, guiding hand, and you... My God, you actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes, you might find this hard to believe, but friends aren't just for loans, Marianne. You really want to get into this? Fine, let's go to your office. I'll be right back, kids. You stay inside, okay? What is wrong with you? Oh. Warum? Hä, warum hat es uns denn jetzt geschadet? I wish you would have trusted me on this. I really don't think Tessa was being that harsh. Ach so, wir sollten nicht nachgucken. And regardless of who started things, once they were in the office, they both went at it. What do you think they were arguing about? Me? Ja, Pech. Don't know. It was impossible to hear over the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. Now that's gonna go great. Weil sie sich nicht einig sind? Nee, ich glaube irgendwie, wir haben nachgeguckt. Und weil wir seiner Aussage nicht vertraut haben, irgendwie anscheinend. Also ich dachte einfach, ich gucke mir halt alle Erinnerungen an, ne? Das ist komisch. Jo, Bitch, ich hab was vergessen. Und zwar bist du irgendwie ziemlich kacke. Is there something I can do for you? Gute Nacht, Snake. Tschüss. Bis bald. Ich bin auch müde. Ich hoffe, die Folge ist bald vorbei. Ich muss noch was essen und morgen um 8 Uhr aufstehen. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death, didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. Okay. We'll leave you to it. Damn it. I think she knows more than she's letting on. Duh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Hmm. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? Obsessed is also a bad translation. Whenever we see or hear something really emotional,
Maybe listening to it will trigger something. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay. Let's see if we can figure out what song it was. Inwiefern sollte das uns helfen? We should go talk to Tom, right? See if he remembers the song. 10-letter word for culmination. Apogee? It's not 10 letters, Tom. Hey, Tom. There's something I can help you with? Hey, wie läuft das Geschäft? How's business? Oh, a little light on customers, but that's given us time to finish up the inventory. I think we might close early. Maybe catch the final of Survival on Ice live. Don't tell Tessa, but I'm rooting for Butch. She thinks he's too cutthroat. I say that's the game. You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no, not yet. I didn't think I'd like it. Habanero and chocolate. But it's not bad. What'll they think up next, huh? What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor. The fishermen are getting pretty fed up with business as usual. I've got some ideas about how to keep the fish populations up, but also put food on the table. Grab some flyers. Help spread the word. Ja, ja, werde ich. Alles klar. This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here it is. I was happy when it got put away, to be honest. Das glaube ich. A bit cheesy for my tastes. Wir wollten nur wissen, wie es heißt. Wir wollten es nicht hören. Tell me why ain't nothing like a heartache. Tell me why. This is it, right? I think so. Ich hätte mich gepisst, wenn es das gewesen wäre. Ja, nein, eben, du sollst dich nicht so spoilern. Ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub, Noah, und viel Spaß bei dem Spiel. Wow. I just got hit with a flood of memories. You seen what I'm seeing? Yeah. Should we check this one out? Mama, stop! Embarrassing. Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. Yeah. What the hell happened? You think there's more memory lurking around? I don't know. Let's see. Kids keep pestering me for these candies, but they're so expensive. I'll just grab a bag. It's fine. Oh, no. I can't, Tessa. It's nothing. Okay. Yes, you but are. Write it yeah. down in your little notebook. Okay, okay. Whatever you want. There. Happy? Yes. And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes. I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should go find that notebook she was holding. Pretty sure I saw one marked 2004 in the office closet earlier. Eine andere Sache, die ich am Spiel etwas doof finde, ist, dass wir alle möglichen Sachen schon finden können, bevor wir sie brauchen. Dann müssen wir immer wieder dahin zurücklaufen. What are you doing here? I thought you needed help with the store. I needed help 2 hours ago. Have you been drinking? What? No, I just had a day, okay? Oh dear. I took a pill. I'm fine. Marianne,
I said I'm fine. Kids, fine, come on, let's fine, go. Fine, wait, fine, please. Fine. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. I've been working with these people for years. They can help. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Marianne? I don't know. I saw it in Marianne's room. It had a creepy vibe, but I didn't think much about it. It was bad, though. Maybe conversion therapy. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? This is true. I want to know how Marianne felt about it. And we need to hit Tessa with some hard proof. Wie wir auch einfach hard proof. Nein, wir gehen erstmal ans Buch und dann gehen wir an den PC, in dem wir Can I help you, Allison? Oh, no, no thanks. Lass mich I'm good. Machen. I'm just looking for something that I've 2004. Anything interesting? Elijah, June, $24 for blah, 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 meal at the restaurant, paid off. Okay, den Rest kann ich lesen. Nein, falsch. Falsch, falsch. Achso, Juni, $24 fürs Essen im Restaurant abbezahlt. September, $11 Puppe für die Kleine. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch, das stimmt. Eric B., Februar $50, März abbezahlt, Februar Schulden. September $20 für Benzin voll abbezahlt. Okay, also sie hat oft Leuten Geld geliehen. Sie war wohl sehr, naja, spendabel nicht, aber sie war sehr nett. Und hat es aber auch immer wieder gekriegt. She plays Mabel in Witches of Eldum? What? No show. Why would I know about some... It looks like Marianne started flaking on her debt in October 2004. 5 months before that night. Okay. Marianne, April $50 für Benzin abbezahlt. Mai $37 Einkäufe und $30 neue Jacke für Allison abbezahlt, im Laden geholfen. Juni $21 für Medikamente abbezahlt. August $40 Einkäufe abbezahlt, in Hauptzeit ausgeholfen, Inventur. Oktober $140 für Waschmaschinenreparaturen nicht gekommen. November $55 neue Schuhe für die Kinder, Scheck geplatzt. Dezember nicht gekommen, kein Rückruf. Januar nicht gekommen. Uff. Weiß nicht, ob nicht gekommen heißt, dass nicht zur Arbeit erschienen ist, zur Aushilfe? Wahrscheinlich, ne? Uff. Uff. Okay. Ich muss dann noch eben meine Gehaltsabrechnung checken. Ich habe vergessen, mir die auszudrucken. Ich mach das mal eben. Tessa? Is it okay if I run a quick Google search? My phone's dead. Sure, but make it quick. I'm going to need the computer. Okay, wir haben was von Linda Bund für Sam Mattian, Nicole und Barbara. Okay. Komm, dringend. Boah, das ist alles schwierig, ne? Komm, der Elefant im Raum. Von Barb Mayfield am 28. Oktober 2015. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange, aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass ihr Auftritt als Danny Boy bei Karls Beerdigung uns alle tief berührt hat, aber was bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen, wie alle anderen auch? Ich finde, wir sollten den Winterball ohne sie planen. Was meint ihr, Barb? Nutze den Tag, Robin Williams. Okay. Wahrscheinlich, da stand No Show. Ja. Aquino Nicole vom 1. November 2015. Danke sehr. Hey Tessie, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekommen und die Mädchen lagen wie kleine Welpen friedlich schlafend im Bett. Adrian meinte, sie waren total gut drauf, als er sie von dir abgeholt hat und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Kare-Kare-Eintopf zu essen? Zu welchem Heiligen hast du gebetet, dass dir das gelungen ist? Haha. Wir haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt und wie viele S'mores sie gegessen haben. Und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer eine froh, während die andere weint. Können wir das irgendwie scrollen mit... Ja, okay. Ich weiß,
Du hast viel zu tun mit dem Laden und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Danke, dass du dir Zeit für sie genommen hast und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja die Arbeit. Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. Erst du und Tom solltet mal zum Abendessen kommen. Adrian will ihm unbedingt das neue Mädchenzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester, Notorious N.I.C. Ja, es ist der berühmte Elefant im Raum. Schön. Samaritan, Ihre Bestellung wurde versandt. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ihre Bestellung Knoblauchschäler, Küchenwerkzeuge wurde versandt. Wie geil das ist. Voraussichtlicher Liefertermin Dienstag, 10. November. Für weitere Informationen bitte hier klicken. Da ist kein, da ist nichts verlinkt. Newsletter. Is that what she recommended ja, for Tyler? I don't know what to say. I'm sorry, Tyler. Yeah. Let's see how Tessa explains this one away. Alliance for Traditional Families. Families. Und für traditionelle Familien. November-Newsletter. Talk. Gespräch, würde ich das... Okay. Talk mit... Achso. Mit Dr. Whitmore ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. Entschuldigung, kannst du hochgekommen? 10 christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Okay, wenn es dir hilft. Leitfaden für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Nicht aufregen. Jugendcamp für Tugendstrebende. Seit 20 Jahren, jetzt Aufnahme für 2015. Ja, werd mir mal nicht homosexuell, du, dann komm. Manche Leute, ne? Und das Schlimme ist, solche Leute gibt es. Und von diesen Leuten gibt es so, so viele. So viele. Von Linda, von definitelynotascam.com. Oh, haben wir irgendwie einen Prinz aus Afrika oder so? Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu $10,000 für Ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung. Dies ist kein Trick. Nehmen Sie diese Nachricht ernst. Klicken Sie unten, um in 2 Minuten einen Fragebogen auszufüllen und Ihr Geld anzufordern. Klicken Sie hier, um anzugeben, ob Sie Scheck oder Direktüberweisung bevorzugen. Oder wie in letzter Zeit in ist, ich schicke Ihnen das per DPD, schicken Sie mir Geld per Umschlag auch per DPD. Und dann schicke ich das los, wenn ich Geld bekomme. Das ist momentan in. So. Ja, ich glaube auch, wir haben genug gesehen. Aber schön, alle Klischees, alle Klischees. Erstmal eine saure Mutter, dann eine Bestellung, dann so eine Kackscheiße und dann noch, sie haben gewonnen, gefühlt. Is there something I can do for you? Yes. There is something I would like to talk to you about. Just a tiny one, you think? We're back. With details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. We were buying groceries, and then you stormed in, threatening to call in debts and demanding that Marianne talk to you. It turned into an argument. So you guys went into the office and blasted that song you used to dance to all the time. Call in debts? I never. Like I'm some kind of loan shark. When did this supposedly occur? Well, our memories don't exactly have timestamps. I can't be expected to take these accusations seriously if you can't even recall basic details. Also ich weiß, glaube ich, immer. Weiß nicht. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. Was sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Du hast ihr von dem Camp erzählt, du meintest, sie lasse uns im Stich. Ich glaube, das war das hier, ne? You said she was failing us and called her a bad parent. Was she done being judged by you? Was that it? I really have no idea what you're talking about, and I was never cruel to Marianne. I did everything I could to help her, to help you all.
Even when she fought me, even when she screamed and spit in my face for the effort, even when she didn't deserve it. What the hell is that supposed to mean? Calm down. Look, we know you took care of us, and we're grateful. But I really need you to answer one question. When you two fought, was it ever about me? It was always about a lot of things. She was struggling with everything at the end. Did you try to convince Marianne to send Tyler to some kind of program? No, and I think you should go now. Tessa, I'm here to figure out if Marianne tried to kill me because of who I am. Do you get that? I do. I just... Then why won't you give us a straight answer? I truly don't know what went on in her mind that day. And it will always be my deepest regret that I didn't see it coming. Now, I understand that this is an emotional topic for you both, and fortunately for you, I keep forgiveness at the heart of my relationships. You're so fucking righteous. Why did you dump Marianne when she was at her worst? I will not be dragged back into this. You need to go, now. Can we have our groceries? Michael already put them in your trunk. Cool. Bye, Tom. Ja, das lief ja richtig gut. What are you thinking? Oh, lassen können. Just trying to wrap my brain around all that. You know, we might have actually gotten to the truth if you hadn't lashed out at her. Are you serious right now? You were on her case the whole time. Don't turn this Did on I fuck me. Up? It's obvious she's guilty of something, and that's why she doesn't want to talk about it. Oh, that sanctimonious bitch! Done now? Get all that out of your system? Well. Sorry, I got so worked up. It just makes me crazy that she would play dumb like that. She knows how important this is to us. To you. Yeah, but you know, you're onto something with the guilt. She didn't want to admit what they thought about, which makes me think it was me. You spooked her with that talk about the program. I think Marianne really was trying to figure out how to support me before whatever the hell happened that pushed her over the edge. You may be right. Yeah. She stood up for me, Allison. She was still crazy Marianne, but she saw me. I feel lighter. Like I've been carrying something around for the last 10 years, and now it's gone. I'm really happy for you. But that just opens a whole new box of Pandora's, doesn't it? Yeah, a whole damn shipping crate full. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. You are? Police Department. Ach so, ja, wir haben ja unser Stiefvater ist ja oder Adoptivvater ist ja Chief. Triggert mich auch, ey. Ja, den würde ich auch richtig sehen wollen als Tyler, ey. Verstehe schon, warum man den nicht mag. This is kind of bleak. It's usually more crowded. But the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after six? In the mean streets of Delos Crossing? Just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. What a hero. And he can also handle kids that Anyway, he's that probably in his office mothers. Upstairs. Was bist du denn? Hallo? Hallo? Damn. They still got this creepy mascot, huh? I am the law. Alter, stell dir mal vor, wenn du irgendwas machst,
Und dann kommt da dieser Biber. Mit so zwei. Mit so zwei Handfeuerwaffen so. Say your prayers. Puh. Hold on. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Es geht bloß um die öffentliche Sicherheit. Komm, wenn du fertig bist, ja. Have fun. Meet me in the open. I am the law and the law is not mocked. Genau. Schön. Please wait in line. Thank you. And please stay a few yards apart due to Corona. 100% college tuition paid? Damn. Maybe I should have joined the National Guard. No. He's having your credit card stolen by an online college. Too soon, Tyler. Too soon. Well, should I decide the wild world of accounting isn't for me? Can't really picture you in the uniform. Was? Really? I think I can pull it off. Oh. Na, komisch, dass das heute nicht geht bei ihm. Das ist komisch. I'll spit this pity right back in his face. There's nothing on earth that we share. It is either vengeance or Javert. Aber das dann natürlich in der Biberstimme. No. Gut. So, wo waren wir? Too little, too late. Ja. Wir können es ja nicht unterschreiben. Man lässt uns ja nicht. Oh, that's still not cleaned up. Assholes. I wonder if the black oyster catchers were still nesting during the spill. God, I hope not. Kiara hat Twitch jetzt kaputt gemacht. Bibi machen. Nicht Bibi machen. Okay. Da würde ich auch nicht Bibi machen wollen. Let us take you for a ride. Want to see what a police officer does on the job? Let's not discuss what a police officer in the US does on his job. Register for the ride-along program. Ja, du wirst ja vielleicht Dinge sehen, die du nicht sehen willst. Talk to the Chief Brown. To Chief Brown for information. Howdy. So. La 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 la. Ich frag mich echt, was hier gleich noch abgeht, weil bestimmt ist. Was ist hier los? Home sweet home. Hm. You spend a lot of time here growing up? Yeah, so whenever cool. Eddie was working. The whole precinct's basically family. Hm. It's freezing in here. Ja, die Tür ist auch offen. Nicht diese Tür ist offen. Of course. It's locked. Nee, die Tür ist gar nicht offen. Ich bin doof. Hm. Die Tür war fest verschlossen. Claire Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah. I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Ich spiele das Spiel schon so lange. What the fuck? Okay. Du. Locked. Was suchen wir eigentlich gerade? Ich bin gerade verwirrt. I can't believe they're still sending psychiatric patients to prison. What's that? Alaska only has one psych hospital, with less than 100 beds. If anyone else ends up in distress, they go straight to jail. Damn. I didn't know that. How do you know? Aaron. He's really passionate about that stuff. I went with him to protest the Capitol building a couple of times. Krass. Schön, wie viele die hier ansprechen. Warum ist der PC noch an, wenn der nicht da ist? Kann ich auch gar nichts machen. Glaube ich. Ist auch keine Erinnerung. Okay. Hm. Ah, ey. Warte, jetzt ist schon nach Mitternacht? Fuck, ey. Upsi. Wir jetzt von hier aus machen, aufmachen. Ich bin schon immer noch so laser was geschädigt. Immer alle Wege aufmachen, falls wir mal zurück müssen. Was man in der Regel eh nicht macht. What do you know? Still locked. Wofür haben wir Türen, wenn die alle zu sind? Eddie must have locked it already. Ja, anscheinend. Offensichtlich. So. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? Briefkastendieb?
This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Wegen dem, ja. Wegen plus Dativ, so so. See, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. Nah, it's hilarious. Oh. Ooh. The mailbox bandit, huh? Ja, wir haben gerade schon drüber geredet. Mein Gott, das ist wirklich aus wie eine ausgedruckte E-Mail. Sag mal. Sehr geehrter Chief Brown, sehr geehrte Mitarbeiter, ich schreibe Ihnen bezüglich des Briefkastenräubers. Ich habe seit neun Tagen keine Post erhalten. Meine Enkelin Madison ist in den Flitterwochen im Great House Resort auf Jamaika. Ricky arbeitet am Computer. Sie wollte mich schreiben und wissen Sie, Madison hält immer ihr Wort. Ich rufe seit 9 Tagen täglich an, nur um von Rose abgewimmelt zu werden. Falls die Tatsache, dass ich die Empfehlung für ihren Sohn nicht geschrieben habe, etwas damit zu tun hat, sollte sie wissen, dass sie trotzdem verpflichtet ist, ihre Arbeit zu machen. Der Diebstahl meiner Post mag Ihnen unwichtig erscheinen, doch wenn der Dieb unbehelligt bleibt, ermutigt ihn das möglicherweise zu weiteren Verbrechen. Möchten Sie wirklich warten, bis Sie nach dem Briefkasten Mörder fahnden müssen? Ich erinnere Sie daran, dass wir jedes Jahr an die Stiftung der Polizei spenden. Obwohl wir nicht viel Geld haben, weil wir, im Gegensatz zu anderen, an Recht und Ordnung glauben. Aber wenn das die Dienstleistung ist, die Sie uns da verbieten, werden wir in Zukunft vielleicht lieber die Feuerwehr unterstützen. Wärmste Grüße, Laura N. Und ich habe das alles in einer sehr tiefen Männerstimme vorgelesen. Ups. Das war eine sehr tiefe Frauenstimme. Vielleicht rendert der was. So. Ihr Washi-Tape? Was für ein Washi-Tape? Ich bin mich getriggert wie E-Mails auf der Arbeit. Ja, ist echt so. Was für ein Washi-Tape? So, so langsam. Ich will da nicht hetzen. Ihr Washi-Tape wurde geklaut, hat sie gesagt. Oh, das habe ich aber nicht mitgekriegt, weil ich gelesen habe. Puh, that is going to smell lovely tomorrow. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. Was für eine Auswahl. Kann Molly kurz ihren Tee kriegen? Ich denke schon. Muss halt nur durchkommen. Wenn das okay ist, wenn ich weitermache. Nein, wir gucken erst hier. Hallo? Ich möchte das... Hallo? Ich, ja. Ein Haus weniger hat sie ja schon. Ist okay. Ansehen. Huh. Looks like she forgot her locker key here. Ja, mitnehmen können wir den aber nicht. Huh. Looks like she's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Upsi. Was haben wir denn da? Alles Gute zum 29. Geburtstag, Denise. Okay. Gute Arbeit, weiter so, Eddie. Du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt. Lass es krachen, Didi. Von Dan. Genieß das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst. Excuse me? Rosie? Rosie will offensichtlich Ärger. Lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday, Dee. Joshua, Happy Birthday. Du siehst doch keinen Tag älter als 100 aus. Das könnte auch eine Karte sein, die Noah mir schreibt, ey. So. Behind you, ja. It's ransom. So. Take the chocolate. That's Denise Wilson's desk. Remember her? Crazy Dee? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Oh dear. Oof, I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Togo. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died last year putting himself between Dee and a bear. Oh, damn. Poor Dee. Oh, poor Jet. Hinterlasse eine Nachricht, zeichne einen Hund. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, komm. Und wäre auch cool gewesen. Maybe she won't notice that I added it afterward. Ja.
Alles drei? Ja, wenn ich kann, schon. Wir sollten den ganzen Screen damit zukleben. Fällt fast gar nicht auf. Fällt fast gar nicht auf. So. Ja, wir haben die Erinnerung noch, habe ich nicht vergessen. Oh my god, that's the cutest. It's cute, but don't tell me you've got baby fever. Ew, no. Why do men always jump to that? Ja, ernsthaft. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide? Dan hat doch nur gesagt, dass er einen Hund hat. Woher wissen die, dass es ein Labrador ist? Das stimmt nicht mit euch, Übersetzer. Oder habe ich es falsch verstanden? Sehr seltsam. Ja, war alles voll cool. Warum sind wir nochmal im Precinct hier? Ich habe das noch nicht so ganz irgendwie. Ich will auch an sich ja nichts verpassen hier. Get more infos in German. Deeper meaning. Achso. missing. Can you help? Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his Don't art. Be Rachel Amber. They never did find him. This happened when we were kids, right? Yeah. Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks. Diese Leute so gar nicht finden, so. So. Was schnüffeln wir eigentlich auf jedem Schreibtisch rum, ganz ehrlich? So, hä? Alles gerade noch nicht so. Ja, auch einen irren Fotografen im Kaff. Wer weiß. An alle Mitarbeiter des Police Departments von Pleasant Bay Mental Health Institute. Von kürzlich erst, von vor einem Monat. Und nicht mal zwei Wochen. Patientenverlegung. An alle Polizeibeamten des Dallas Crossing Police Departments. Hinweis, aufgrund von Überbelegung werden die Patienten Dean Becker und Kevin Sutton am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr in das Fallon Creek Correction Center, SPU, verlegt. Ein Correction Center, das klingt auch richtig gut. Ich will die nochmal sehen? Uff. Oh, Gregs. Just leaving this out on display again. Yeah. Ach so. Like Officer Gregs? Wo ist denn? The one who was with us that night. Yeah, he's still ich here. Suche? He ich became suche? A bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juneau. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. Ich sehe gerade kein Gekrissel. Ich stehe nicht im Weg. Criminally insane people? Yeah. Kind of. Resozialisierung. Something's in the way. Da können wir gar nicht rein. Wir können aber auch. Ach, wir können uns hier erinnern. Die Tür ist die Erinnerung. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Ja, ist schwierig, ne? Du kannst schlechte Kinder, die gerade ihre Mutter verloren haben, ob sie jetzt schwul sind und nicht schlechte Kinder. I'm not ready. Me neither. Okay, da kommen wir nicht rein. Da ist blockiert. Kommen wir hoch. Tyler, you coming? Meine Fresse, wie groß ist denn das hier? Wir kommen nie wieder raus. Oh, too many doors. Too many doors. I'm guessing this is where they stash all the guns and stuff. Was? Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. You think we can find some files about Marianne in the archives?
I don't know, but it's off limits anyway. Maybe Eddie would show us her file? Maybe. Ach, der ist da. Ups, schnüffeln da rum die ganze Zeit. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Wie nett er Hallo gesagt hat, finde ich richtig gut. Coffee sound good? The machine is in the break room downstairs. Aha. Können wir denn da lesen? Ich wundere mich mal. Achso, Waffenkammer. Ja, danke. Das kriege ich gerade noch so hin. Wir können ja auch hier sonst nichts machen, ne? Nee. Okay, also Kaffee. Kaffee. Ich würde die Patchen das ein bisschen. Ja, wäre ganz gut. Also es ist nicht schlimm, aber es ist ein bisschen nervig. Ja, ja, ja. Und du auch. Mm, ja, und jetzt, ja. You know, I really thought I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain. Something's in the way. Ja, dann weiß ich auch nicht. Welche? Das ist Holding Cell, dafür haben wir keinen Schlüssel. Wo ist denn die Cafete? Did Brown just flat out ignore me? I didn't notice. But I mean, he's probably feeling awkward since, you know, you didn't take his gift. Great. Wir haben jetzt Schlüssel, ne? He's making it weird. Wir haben jetzt die Schlüssel. Ups, ich dachte, es wäre die Cafeteria. Cool. Entschuldigung. Rose never lets me back here. Wo ist die Erinnerung? Wo? 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 Help. 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 Etwas schwierig. Ach da. Where are we going? Oops. We're just gonna sit down in here and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. You okay? Huh. Yeah, yeah. Rose left the computer on. Neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich. Rosi. Okay. Was ist denn das Passwort? Passwort. Ja. Können hier Sachen eingeben? Ich dachte, das Passwort ist Rosi. Damn it. Verdammt. Ich war mir so sicher. Ich habe keine Ahnung. Was stand da? Hm. Haben wir denn irgendwo was? Hier liegt nichts rum. Aber irgendwo anders. Irgendeinem Schreibtisch. Irgendeinem Zettel. Ist das scheiß Passwort von irgendwem. Wir müssen ja nur noch gucken, von wem. Jetzt geh doch aus dem Weg, Mensch! Gott im Himmel, geht mir das um den Sack. So. Das ist sowas zum Futtern. Nein. Oh, Akten. Das war nur die Schublade, ne? Ach, Mensch. Nee, das bringt uns auch nichts. Und die Schlüssel können wir ja auch nicht mitnehmen. Wo auch immer. Warte. Nee. Kommt man da noch was anderes? Und hier. Was war da? Wir hätten uns ja schon alles angeguckt. Das ist ich halt auch, ne? Wir müssen alles eventuell nochmal angucken, um unter Umständen. Oh. Ich finde das jetzt auch. Ein bisschen peinlich.
Nicht, dass irgendwie ein Passwort wäre, ne? Uff. Das auch nicht. Eigentlich. Ja. Gut, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß auch gar nicht, was wir da nachgucken wollen gerade. Wahrscheinlich die Akte, ne? Die wollen nach der Akte gucken von unserem Dingens. Meinst du, die hat ihren eigenen Geburtstag drin? Das weiß ich gerade nicht. Mann, ich will diese Episode eigentlich echt noch gern zu Ende spielen. Die Kapitel? Vielleicht finden wir es ja da. Okay, let's go in. You okay? I'm just feeling a little nauseous. Ah, sleep is for the weak, huh? Wash your own cups and dishes. I take one. Was ist los? Ich würde gerne. Ich finde beides eine doofe Antwort. Fünf Buchstaben, ja. Kekse von letzter Woche, kannst du dich bitte konzentrieren? These are definitely the same cookies that were here last week, but knock yourself out. Coffee. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? Oje. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't. Please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly? No. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now? No way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Oh je, was ist damals da nur vorgefallen? Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? Wo ist denn die Erinnerung? Ist nicht hier. Wo ist die Erinnerung? Das verwirrt mich. Da ist ein Locker Room. Wir hatten ja Schlüssel gefunden. Oh, that's gotta be a new record. Days without bear sighting. Okay, 4. Wahnsinn. Doch so viel. This is your lunch area. Keep it clean. Okay. I'm not that hungry. Oh ja, wo könnte der Schlüssel für den Locker nur sein? Haben wir ja gar nicht gesehen schon zweimal. Yep, it's locked. Ja. Extendings. Okay. Ja, komm, wir wissen wahrscheinlich zumindest, wahrscheinlich. Wir können ihn jetzt auch holen, ohne dass der Boss von oben kommt. She won't notice if we borrow this, right? As long as we put it back right where we found it, we're good. That's true. Nee, wir sind noch nicht so weit. Verlassen. Beeil dich. Geh. Hallo, hallo. Bitte gehen Sie. Ach, hier ist es auch offen. Hier können wir jetzt raus. Ah, okay.
Voll den Umweg gelaufen gerade. Oh, das ist eine dumme Idee, ey. We really shouldn't be in here. Yeah, then why are you? We never know where we might find information about that night. I guess so. So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker? That's so irresponsible. An intruder could easily access all kinds of police files with this. Hmm. Yeah, like two goblin intruders. So. Winner. Didn't Tessa buzz Dawn for smoking weed behind the store once? Yep, but Uncle Eddie let him off with a warning. He and the other officers still tease him about it. I wonder if he has some in here. Ich find's einfach sehr geil, wie, wenn ich das richtig sehe, das Wichtige hier nicht übersetzt ist. Ne? Winner on my 20th birthday. Jemand, der kein Englisch kann, der weiß vielleicht überhaupt nicht, was er da sagt. Da steht doch Winner, oder? Ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Gerade. Also, wörtlich schon, aber hä? Winner on my 20th birthday. Weiß ich nicht. Balto came through. Okay. So, das muss jetzt erstmal wieder abschließen, bitte. Okay. Am Schreibtisch. Ach, da war ja diese Liste mit den Rennen, ne? Stimmt. Da war ja die Liste. Winner, Sinner. Erstmal packen wir die Schlüssel weg. Das findest du uns übel. Das ist auch ein Entscheidungsspiel, ne? Wir dürfen das nicht vergessen. Wir können Sachen verkacken. Geh bitte rückwärts, wenn du zu doof bist, sonst die scheiß Schublade aufzumachen. Ja, so, zurücklegen. Zurückstellen. Ja, ich stelle den Schlüssel zurück. Okay. Und zu. Und zu. Winner on my 20th birthday. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wann hatte die einen Geburtstag? Scheiße, nochmal aufmachen. Wahrscheinlich gestern oder so? Ich weiß nicht, 1. November? Hat da was? Hallo. Nein, ich... Alter Taste. Ich bin ungeduldig, ich weiß. Das ist halt auch echt ein langer Stream schon. So, isn't Brown waiting for us? We should head back to his office. So, nochmal lesen. Das ist der 29. Okay, also erst vor 9 Jahren. Wir haben 2015. Das heißt, das war 2006. Wochen. Weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwas jetzt im November oder so. Steht da jetzt, glaube ich, leider nirgendwo. Aber 2006. Wir sind smart, ne? So. Gehen Sie bitte dahin und dann gehen Sie bitte dahin und dann gucken Sie bitte dort. I should take her out for a birthday drink. Ja, gerade nicht. 2006. Jeff King, Salem. Salem ist der Hundename, ne? Okay, Salem. Okay. Okay, wir sind smart. Wir können das. Smart, smart, smart. Ich hab einen Abschluss in Apfel. So. Wie hieß sie denn jetzt? Scheißen. Jackson, kann ich da durchgehen? Ah, wie hieß sie denn jetzt? Die, ne? Irgendwas mit D, ja. Und die war's nicht. Stand da nicht auf dem Tisch. War ein anderer Tisch, oder? Ja, aber wir werden es ja sehen. Salem. Bingo. So. Anything juicy? Sollte da jetzt irgendwas drin sein, was einen interessiert? Ah, die haben auch was bestellt. Schön. Schätzchen, du rennst mir die offene Türen ein. Okay. Ich freue mich schon auf Freitag. Okay. Was? Juno Bund für Gleichberechtigung. Okay. Wenn ich es wage, stark zu sein, meine Stärke im Dienst meiner Vision einzusetzen, dann wird es immer weniger wichtig, ob ich Angst habe. Hey. Hallo Kyler, ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so, das zu hören. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle. Ja, check. Ja. Letztens habe ich Ihnen erzählt, ja, E-Mails kann man ja austauschen, ist ja nicht schlimm. Ja, was sind das für Anime-Signaturen, ist echt so. Letztens habe ich Ihnen erzählt, wie ich mit einem Besoffenen in eine rasante Verfolgungsjagd auf einem Schneemobil beraten bin. Okay. Naja, ein bisschen habe ich das Ganze schon ausgeschmückt, aber grundlegend entsprach es der Wahrheit. Haha.
alles, was nötig ist, um seinen Standpunkt zu vermitteln. Stimmt's? Scared straight. Okay. Okay. Hallo, die gibt es für deinen Vortrag am Freitag irgendwelche Folien oder Lesematerial? Das ist die eine. Okay. Ich wollte dir auch noch sagen, warum sind eigentlich die Bekommenden und Verschickten eigentlich in einem Ordner? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte dir auch noch sagen, dass sich ziemlich viele Leute angemeldet haben, also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder deine Reden wirklich gut finden. Weiter so. Okay. Ihre Bestellung Just Between Us Staffel 2 DVD-Set wurde versandt. Das ist so geil. Frau Reynolds hat heute Morgen einen Schlüsselbund vor dem Wecki-Laden gefunden und ihn abgegeben. Drei kleine Schlüssel, ein Flaschenöffner als Schlüsselanhänger. Wenn den jemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber die neue blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, die zu ändern? Ja, never run a change running system, ne? Den würde ich gerne mal zum neuen 2-Wege-Schießstand einladen, den ich gefunden habe. Schön. Hallo Dee, nur zur Info, weil du morgen... Oh, Sam. What about him? Lass mich lesen. Nur zur Info... He got arrested for public intoxication last week, and that was not his first offense. Ja, ich hätte das ganz... He's on a bit of a downward spiral. Das ganz gerne selber gelesen, dankeschön. Nur zur Info, weil du morgen früh die Dienstablösung bist. Sam Kansky hat schon wieder die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert, als Maria... ihn vor Bernies aufgelesen hat. Auf dem Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen riesen Kater, sodass du ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts, dass es ihm gut tun würde. Aha. So, also im Schrank sind Schlüssel. Hacking für Anfänger. Ja. Check. Lass also erstmal lesen, ja. Ja, richtig, richtig. So. In welchem Schrank, weißt du, wo ist ein Fundbüroschrank? Und selbst wenn, haben wir dafür einen Schlüssel? Jetzt geh mir aus dem Weg! Ja, guck mal auch noch dabei zu, ey. Ich krieg zu viel, danke. So. Also wir können ja hoch zum Vater, aber wir wissen jetzt, dass irgendwelche Schlüssel in irgendeinem Schrank sind. Haben wir hier noch irgendeinen Schrank? Telefon? Büro? It's the first time I've been in here since... that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Geh doch nicht mal da rein, Mensch. Oh, dieser NPC, ne? Have a seat. All right. Hey, Tyler, du stehst da in Gülle. Ah, damn it. Sorry. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Oh. Wo? Oh. Ach, da. Ah. Jeselig. Ist du immer alle illegal stuff? Ja, nicht so. Huh. What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? Das macht bestimmt Sinn. Der Eiskönig. So, ist hier noch irgendwas oder war das jetzt alles? Oh, geh mir hier wieder auf den Keksteiler. Ich hau dir gleich so hart ein auf die Nase. Geh. Geh. Bitte geh. Bitte. NPC. Engine. Please. Oh, weißt du was, fick dich doch, ey. Hier ist aber auch irgendwie kein Schrank mit irgendwelchen Schlüsseln. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Schlüssel brauchen, ist das Problem. Ich möchte das jetzt aber nicht verpassen. Vielleicht sind sie im Klo. Nein. Ich gehe mal kurz durch. Hatte irgendwer... Oh. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me. Hm.
paar ganz komische. You're awfully quiet. Yeah, sorry. Trying to deal, but it's a lot. Komische Sachen, die ich vermute, und ich hoffe, sie stimmen nicht. War da irgendwas gerade? Nö, ne? Fundbüro. Oder Fundschrank. Gab's den irgendwo? Hier geht's raus. Da geht's nur zur Eingangshalle, das brauchen wir auch nicht. Fundgedöns. Fundgedöns. Fundgedöns? Nö, ne, hier vorne wird's nicht sein, da könnte ja jeder dran. Fundgedöns. Eigentlich ist das auch nicht hier drin. Ja, dann weiß ich nicht. Dann gehen wir es mal hoch. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Vielleicht war das gar keine Info an uns, sondern einfach nur Story-Shit. Hey, sorry that took so long. Oh, ist okay, nicht schlimm. Sometimes these old folks want us to come out, just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Of course. Tyler Ronan. The prodigal son returns. Yep. Look at you. I didn't even recognize you at first. I heard that a lot today, Chief Brown. Chief Brown. No need for that kind of formality, not with family. Huh. How you finding Delos Crossing? Change much? Same dump, different year. Well, we're no Juno, but lots of folks feel at home here. It's gotta be good to be back with your sister, huh? Yeah, it's been a long time coming. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marion's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh yeah? Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Lad mal neu, vielleicht geht's dann. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Das ist sehr synchron hier. Usually. It's the other way around. Können wir auch nicht fragen. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. Telling the truth, no? We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, her police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop? Tyler! No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed. But I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal. And you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 then, huh? Uncle, please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her. But it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie?
jetzt allgemein eine schlechte Idee, die zu trennen. Look, Uncle, separating us like that did not help me heal. If anything, it was the opposite. Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. Vor allem als Zwillinge, ey. It was hard to talk to you about it. I didn't want to seem ungrateful. Look, we've all fucked up. And we've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You wanna grab a bite first? It's on me. Don't wanna send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay. Und Tyler nur so, excuse me, who asked me? Eh, you know happy. Beide so krasse Augen, ne? What? What? Was war das? Da stand doch wer, oder? No. No, 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 no. Stop! Allison! Allison! Alter, was? Sieht in seiner Mutter den Wild Hunter, über Mad Hunter, das ist klar. Wir haben ja gerade gesehen, dass das die Mutter in der gelben Jacke ist. Please, Mom, I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you! No, please. Das ein bisschen im Gefühl gehabt, ja. Danke war die ganze Zeit, was ist, wenn es nicht Tyler war. Killed her. I killed her. Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell them. No, no. Yes, we look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters, it's gonna be okay. We're gonna be okay. Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 1. Ja. Bin mal echt gespannt, worum es in den nächsten zwei Episoden geht. Ich meine, es geht ja um die gleiche Sache, rauszufinden, was war damals eigentlich wirklich. Und warum war alles so? Ja, tell me why, nicht tell me what nur, ne? Ja.
Alter, der war 10 Jahre unschuldig im Gefängnis, um seine Schwester zu schützen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das freiwillig. Das ist Dedication, das ist Liebe. Das ist Geschwisterliebe. Vom höchsten. Was? Ja, don't not. Ich cosplay heute eine Killerin. Uff. Ist okay, du cosplayst auch Abby. Ja, ist okay. Aber da weiß ich wenigstens, wen ich cosplay, ne? Hier wusste ich ja nicht, wen ich da eigentlich anhab. Ja, aber cool. Ging jetzt wesentlich länger, als ich dachte. Ich meine, gut, wir haben auch ein bisschen gelesen und so, ne? Aber Donald liefert auch immer die geschnittenen Zwiebeln gleich mit. Ach, weinen muss ich gar nicht. Ich finde es gerade einfach harten Tobak. Ich weine nicht so schnell. Also, weißt du was? Aber ist schon schwer. Liegt schwer im Magen. Aber es ist schon ein cooles Spiel. Ich mag das mit den Erinnerungen. Ich mag, dass die Connection haben. Die Zwillings-Connection, miteinander reden zu können. Telepathisch. Dann diese ganzen Allegorien mit den Kobolden und so. Das ist auch viel Verarbeitung, was die Kinder da mit drin hatten. Natürlich jetzt nicht nur, dass sie die Mutter getötet haben, sondern auch die ganze Kindheit, die ja wahrscheinlich ziemlich fertig war. Und mit diesen Kobolden konnten die halt damit umgehen und ohne selber verrückt zu werden, mag man meinen. Gute Frage, ne? Oh. Ja, nächsten Donnerstag kommt die nächste Episode schon raus. Übrigens auf deine Frage nochmal, das gibt's halt nur mit englischer Tonspur, ne? Das ist wie Life is Strange. Ich glaube, das gibt's auch bis heute nur in englischer Tonspur. Deutsche Übersetzung vom Text, leider nur englische Tonspur. Die ganze Story hätte doch mit der Flinte und den beiden Aussagen der Kinder auf Notwehr aufgelöst werden können. Ja. Ja, ich finde auch. Obwohl, wenn du sagst, die hat die Flinte auf mich gerichtet. Warum hat sie dann ein Messer im Rücken? Ja, du kannst höchstens sagen, sie wollte meine Schwester umbringen und ich habe sie von hinten erstochen. Du kannst halt die Person ändern, aber wie stichst du jemandem ein Messer im Rücken in Notwehr? Alleine. Ohne dass die zweite Person involved ist. Das ist halt so schwierig. Dass sie trotzdem das Kind für 10 Jahre wegsperren, halte ich auch für krass irgendwie. Und wenn sie die ganze Wahrheit erzählt hätten, wäre immer noch Notwehr. Ja, natürlich. Wenn das die Wahrheit ist, die wir jetzt gerade gesehen haben, natürlich ist das Notwehr. Aber es waren halt auch nur Kinder, ne? Auch wenn es beide sind, im Endeffekt ist Notwehr. Ja, das stimmt, aber es sind auch nur Kinder. Und man weiß nicht, ob sie waren 11 oder so. Ne? Natürlich wäre das Notwehr gewesen, wenn der wirklich mit der Knarre da stand. Bin ich fertig, ey. Ja, wie gesagt, nächste Woche kommt die nächste Folge, die nächste Episode am Donnerstag. Die spielen wir dann natürlich wieder. Mich schon mal drauf einstellen, wie lange die vielleicht auch geht. Weiß ich dann schon mal. Ich würde eher anfangen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Weil ich arbeiten muss. Und darauf die Woche kommt dann die dritte Episode und die letzte auch. Also gut 5-6 Stunden. Ja, zumindest in meinem Tempo. Ich denke mal, dass man halt
durchs Vorlesen braucht man halt einfach noch bestimmt ein bisschen länger, als wenn man es normal spielt. Und wir haben auch nur 4 Geschichten aus dem Buch gelesen, ne? Vielleicht können wir nächstes Mal weiterlesen. Die waren ja schon ganz süß. Krass, wie die Musik jetzt einfach weg ist. Das ist voll komisch. Uff. Wenn der fertig wäre. Ich muss echt mal langsam hinne machen. Es gibt auch leider keinen Talk gleich noch. Den haben wir quasi jetzt. Weil es einfach zu spät. Ich muss in 7 Stunden schon wieder aufstehen. Oh, 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 shit. Sorry. Warte, ich setz mal eben... Nee, lass ich, okay. Tyler und Allison... Jetzt laufen sie mit dem anderen Haus. Das hat sie ja wirklich was gebracht. Allison war enttäuscht, als Tyler Eddies Friedensangebot nicht angenommen hat. 79% haben den Ring angenommen, 12% haben den... Wir haben den nicht abgelehnt, wir haben nur zu lange gebraucht für unsere Entscheidung, okay? 9% haben den Ring ins Wasser geworfen. Schön, wenn du denen kein weiteres Haus reingestellt hättest, Schatz. Tyler und Allison. Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. 78% haben das Türrätsel gelöst. Achso, die anderen haben einfach die Tür aufgebrochen. Ja, ist ja doof. Warum spielst du denn dann so ein Spiel? Tyler fühlte sich durch Allisons fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. Ja, das war aber auch unklar, was man da machen muss. 55% haben Tylers Erinnerung gewählt, 55% haben Allisons Erinnerung gewählt. Das war mir da aber auch unklar, aber wenn man auch mal auf den Chat achtet, kriegt man auch nicht mal alles mit. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. Ja, natürlich. Jo. Tyler schützte sich vor Sams Anfeindungen. 52% haben Sam zur Rede gestellt, 57% haben Sam nicht zur Rede gestellt. Ja, ich habe keinen Bock dazu diskutieren mit solchen Leuten. Tessa verschloss sich bezüglich Marianne gegenüber den Zwillingen. Ich habe sie verärgert, tja. Was, 42% haben die Wahrheit erfahren? Oh, das haben wir wirklich verkackt, würde ich mal sagen. Cheat. Naja. Eddie fühlte sich von Allison zurückgewiesen, als sie sich auf der Wache nicht auf seine Seite gestellt hat. Ja, sorry. Kriegen wir den Trailer? So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Mitnichten. Wir doch nicht. Wer würde denn an einen Polizeicomputer gehen? Wie hat dir dieses Kapitel von Tell Me Why gefallen? Sehr gut. Es hat ein paar Issues, wenn es um die NPCs geht, wie die sich verhalten, aber sonst ist es okay. Ja, dann sage ich für heute gute Nacht. Es ist sehr spät geworden. Es tut mir leid. Danke an alle, die noch da sind. Danke, dass ihr so lange geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wahrscheinlich Samstag wieder. Ich weiß noch nicht, um welche Uhrzeit. Am frühen Abend. Und dann machen wir doofen Scheiß zu Gamescom. Wir trinken und wir spielen und wir singen und... Ich weiß noch nicht genau, so was ich mich alles breitschlagen lassen werde. Gucken wir mal. Ihr könnt gerne nochmal im Discord, auch im Team-Discord, nochmal in den Chat schreiben, was ihr euch für Spiele wünscht, die wir zusammen spielen können am Wochenende. Wir haben schon ein paar gesammelt, jetzt nicht unbedingt nur im Discord, aber ich habe ja auch einige auf dem Zettel. Aber haut einfach mal rein, was ihr vielleicht noch haben wollt, damit ich auch nichts vergesse. Und damit sage ich dann auch schon direkt gute Nacht. Mach noch ein bisschen Musik an und dann bin ich auch schon raus.